Jetzt ist endlich Schluss mit den Alberkeiten. Heute werden wir uns diese zwei Vollidioten vorknöpfen. Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wo sind sie denn? Ich hoffe, die machen doch nicht ernsthaft was Krasses. Da sind sie. Oha, oha. Es ist dir also gelungen, die Lage in den Arenenstadien wieder in den Griff zu bekommen. Auch die Türverriegelung scheint kein Hindernis für dich gewesen zu sein. Nichts anderes hätte ich von einem Champ erwartet. Los, meine Lehrgeigen, etwas Begeisterung über diese auch so mutigen Daten, wenn ich bitten darf. Wow! Klatschen die? Ich habe so Klatschgeräusche, aber die klatschen nicht. Hä? Was stimmt denn jetzt mit denen nicht? Ist ja total gruselig. Daran zwingt der Pokémon zu deiner Maximierung. Der Grund dafür sind die Ammenmärchen, denen ihr Glauben schenkt. Aber wir werden allen die wahre Natur von Sashi und Sommersenter offenbaren. Sashi und Sommersenter haben Gala vor dem Untergang bewahrt. Pah, leichtgläubige Narren. Seit ich denken kann, wurde uns stets als den direkten Abkömmlingen der Helden geschuldigt. Doch damit war es schlagartig vorbei, als ihr Unruhestifter Gala vor Endonados gerettet habt. Und dann musste diese Professorin hier auch noch mit ihrem Buch ihren Senf dazu geben. Ja, ganz genau! Sollte sich schämen! Von einem auf den anderen Tag hat sich die Geschichte geändert. Plötzlich sollen diese Pokémon die Helden gewesen sein. Zu was würde uns das machen? Hm? Wollt ihr damit sagen, dass unsere ehrbaren Vorfahren nicht als Lügner waren? Ich habe tatsächlich die Fachfahren der Könige Galas? In der Tat, so war es stets und so möge es auch auf ewig bleiben. Die Geschichte in ihrer bisherigen Fassung war die Wahrheit und die Wahrheit bedarf keiner Neuinterpretation. Sich lächerliche Geschichten über neue Helden aus den Fingern zu saugen, das ist alles völliger Unsinn. Das stimmt nicht, ich habe in meinem Buch nicht gelogen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sashi und Sommersenter schon seit uralten Zeiten über die Gala-Region wachen. Wenn dem so ist, machen wir doch die Probe auf Exempel, um zu sehen, welche Version der Geschichte die wahre ist. Sollte es sich bei diesen Kreaturen wirklich um die wahren Helden von Galach handeln, müssten sie eine geballte Ladung an Galapartikeln doch mit Fassung tragen können, oder? Aber klar doch, jetzt dämmert's mir. Der ganze Zirkus mit den Dynamax-Pokémon, das waren Testläufe für das große Finale. Habt ihr völlig den Verstand verloren? Ihr wollt die beiden allen Ernstes zum Ausrasten bringen? Es würden das wenigstens einer hier seine grauen Zellen mit Sauerstoff versorgt und mitdenkt. Nur könnt ihr Erkenntnis leider ein klitzekleines bisschen zu spät. Ein genialer großer Bruder trifft oben nämlich bereits die letzten Vorkehrungen, während wir hier heiße Luft produzieren. Dann lassen wir nicht zu. Ohohoho. Spielt ihr etwa mit den Gedanken, den Lift nach oben zu nehmen? Genialer Plan. Es gibt nur ein Problem. Zuerst müsst ihr noch an uns vorbei. Mal wieder. Das soll ein Problem sein? Jetzt kannst du dich an den Pokémon ergötzen, die ich eigens für diesen Kampf trainiert habe. Oh. Schildrich. Was ein Vollidiot. Ein Vollhonk. Hätte ich mein eigenes Battle-Theme. So schlecht ist der. Immer noch nur 4 Pokémon. Ey, Junge, machst du irgendwas? Der kriegt gar nichts in seinem Leben. Ich weiß ja nicht, was mit dem abgeht. Und das überlebt noch das Vieh. Aber hey, vom Level her kann er mithalten. Silenbrim! Tut so weh. Aquawell. Bam. So, Lauchzelot ist schon mal down. Klick die Klack. Das machen wir noch down. Egal, ob es mich umbringt. Das machen wir jetzt noch schnell. Zum einen, warum ist es schneller? Zum anderen, warum macht Schutzschild? Es regt nur noch. Ah, auf, das ist kacke, ey. Ah, ich bin doch schneller, okay. Pew, pew. He's not dead! No! Gangwechsel, oh oh. Da soll ich aber Angst bekommen, oder? Tu ich aber nicht. Ja, doch, eigentlich schon wenig. Komm, kill sie.
Oh, Junge, du Langweiler. Ich hasse Schutzschildattacken. So unnötig. Das ist Schutzschild. Ah, Exe. Junge. Stromstoß. Ja, wow, als ob mich das killt. Nee, eben nicht. Und du killst dich damit nur selbst. Siehst du? Vollhorst. Level up für Nintendo Level 70. Damn. Ja. Legios. Als ob Legios irgendwas kann. Also ich bitte euch. Präzisionsschuss. Und ihr seid weg vom Fenster. Seht ihr? Level up für Bronzong. Warum denn so eilig? Lass uns in Ruhe unseren Spaß haben. Nee, du. Spaß hier nicht drum. Nein! Okay, ich muss keine Runde aussetzen. It's Showtime! Boom! Als ob der das überlebt! Ja, natürlich bin ich da down. Okay, da muss Kursi das übernehmen. Ach, du machst dir keine Sorgen, Kursi. Alles gut. Bam. So, und jetzt noch, bevor wir gegen den anderen Haien kämpfen, unsere Pokémon heilen. Kursi und Zwolog, die Level up. Zwolog, ja. Ah! Oh, meine noblen Pokémon! Verloren ich? Wie kann das nur möglich sein? Wir haben die Meute vertrieben. Jetzt heißt es ab nach oben. Jede Sekunde zählt. Was war das? Ach, offenbar hat mein Bruder ausreichend Zeit, um den Plan zu vollenden. Gehen wir! Ja, besser so. Aber lass mich nochmal kurz heilen. Nice. Bevor wir das machen, speichern wir. Ich mag es zu speichern. Sieht man auch immer, wie lange ich, wann ich spiele und wie lange und ja, super, oder? Das würde ich immer mit Safe-Sets abspeichern, aber geht ja hier nicht. Was geht hier vor sich? Da ist Sashian! Muhahaha, ich habe es vollbracht, Brüderchen. Die Kreatur hat sich tatsächlich vom rostigen Schwert anlocken lassen. Dann musste ich nur noch eine ordentliche Ladung an Galapartikeln verpassen. Sashian fehlt sogar so ein Stück Ohr. Wie konnten sie es nur tun? Sehen Sie nicht, wie schmerzhaft das für Sashian ist? Und alles nur, weil ich nicht verhindern konnte, dass sie das rostige Schwert stehlen. Ha! Der Schleier ist gefallen und seine wahre Natur offenbart sich in all ihrer hohen Gewalt. Diese Bestie soll also euer ekler Held sein? Jetzt zeigt sich, wer die wahren Könige der Galar-Region sind. Bruder, ich bin nicht dein Ziel. Du sollst all deinen Zorn an der Stadt und ihren Einwohnern auslassen. Es versucht verzweifelt, seine Kraft im Zaum zu halten, doch es will ihm nicht gelingen. Sashian! Ich hatte gehofft, wir könnten ähnlich vorgehen wie bei den Dynamax-Pokémon. Jetzt haben wir es aber mit einem legendären Pokémon zu tun. Falls du vorhast, es zu fangen, würde ich dir davon abraten. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich glaube, du bist die Einzige, die dieser Situation gewachsen ist. Mach dir keine Sorgen, Michael. Ich kümmere mich darum, dass hier alle in Sicherheit sind. Konzentriere du dich darauf, Sashian zu besänftigen. Michael, es greift an!
Warum kämpfen wir gegen Sascha und nicht gegen Samazenta? Naja, ich hätte auch lieber einen Sascha'n statt einen Samazenta, aber... Naja. Level 70? Was ist, wenn ich hier verliere? Kann ich es eigentlich fangen? Aua. Die Musik. Au! Warum steht da schon was Effektives, was nicht? Ey, die Musik ist ja voll geil. So ein Hundegehaul die ganze Zeit. Ey, ich mag das Theme voll. Oh. Ups. Ey, das Theme ist echt voll nice. Oder was meint ihr? Ey, welches Pokémon soll ich denn reintun? Der macht ja bei allen 100 Schaden gefühlt. 100.000, ey. Ich schwäche gerade alle meine Pokémon, aber ich weiß ja nicht, wie ich reintun soll. Ja. Kann ich's fangen? Kann's keinen Ball werfen. Also muss ich's besiegen. Okay. Oh oh. Aber ich mag Sascha mehr als Samazenta mittlerweile. Nice! What? Wolltest du eine OP-Attacke einsetzen oder was? Warte, was? Warum hat der jetzt einfach meine Attacke geklaut? Was? Zumindest macht sich selbst kaputt, immerhin. Level für Cremi und Seelenprim. Magiepuder. Das Ziel wird mit magischem Puder bestreut und nimmt den Typ Psycho an? But why though? But why go? Ah! Sascha, alles okay? Ah! Vorsicht, hab, pass auf! Es ist Samazenta. Nice booty. Schwester, das kannst du nicht machen, ey. Was soll denn das? Samazenta? Hör mal zu, ey. Olle, die wollen dich nur benutzen, aber jetzt alles okay. Wir haben ja hier den Champ. Ach so, na dann. Danke, dass du mich gerettet hast, Samazenta. Geile Drehung. Okay, bye. Es scheint seine Kraft doch immer nicht ganz kontrollieren zu können. Ich mache mir große Sorgen um Sascha und Maike. Ich muss ihm einfach hinterher. Na, vielleicht ist es auch ein R, weiß man nicht. Haben wir eigentlich keine Geschlechter. Und das gibt's jetzt auf der Stelle zurück. Das gehört Sascha. Oh weh. Hopp, holt sich das rostige Schwert zurück. Oh oh. Brrr. Nein! Ich will dich an, verschwunden, meinen großen Bruder. Samazenta! Samazenta schaut dich an. Okay, dann gehe ich halt. Oder steh in der Mitte einfach rum. So bewältigt man eine Krise als Champ. Respekt. Ich glaube, es wartet auf dich.
I think it's time. Warte, bevor wir das machen, sollten wir erstmal unser Team heilen. Ja, komm, verschwenden wir unsere Supertränke. Ah, hier nicht. Talion kriegt einen normalen Supertrank. Jupp. Okay. Oh, Leute. Kampf gegen Sommersenter. Jetzt können wir es fangen. Sommersenter betrachtet dich ruhigen Blickes. Nimmst du den rostigen Schild zur Hand, um Sommersenter zu fangen? Ja. Hat ein anderes Team oder wie? Sammerdentas Blick wirkt entschlossen. Wer hat den gleichen Team? Glaube ich. Oder ist das gleiche Team? Ich hoffe, ich kill's jetzt nicht. Ja, Bro, komm unser Team, Mann. Okay, einmal kann ich das noch machen. Eisenabwehr. Ja, ich habe schon verstanden, dass du ein Tank bist. Und Piu. Nein! Wieso jetzt ein Volltreffer? Wieso? Wieso ein Volltreffer? Habe ich jetzt verkackt? Es scheint, als wollte der Sender dich prüfen. Hä, kann man hier nicht so gesehen Level farmen? Man kann es die ganze Zeit besiegen. Also ich finde es gut, dass das nicht irgendwie für immer weg ist, wenn man es besiegt, aber dass das keine einzige Konsequenzen hat, nicht mal im geringsten, ist sogar ein Vorteil in einer Art und Weise, das verstehe ich nicht. Gigantenstoß. Oh oh. Special Attack. Oh oh. Ah, damn. Das war heftig. Schieße ich jetzt ab. Mein Finger wird dir schon zeigen, wo es lang geht. Jetzt mache ich mehr Schaden auf einmal. Okay. Kurz heilen. Und dann nehmen wir das Vieh ins Team. Und ich denke Zwolok raus, obwohl ich Zwolok eigentlich nicht raustun will. Aber ich will das Ding ins Team nehmen. Deshalb, keine Ahnung, was soll ich sonst raustun? Weißt du? Eisenabwehr. Ich glaube, Aquawelle sollte noch ausreichend Schaden machen, dass er im roten Bereich ist. Ja. Oh nein, es verwirrt! Nein, das war nicht mein Ziel. Verdammt, ich hätte einfach Flottball einsetzen können. Ich bin dumm. Bevor ich jetzt einfach wirrlos den Meisterball einsetze, mache ich erstmal versuchen, ohne. Vielleicht habe ich ja Glück. Was? Nicht einmal? Das Ding hat nicht einmal gerüttelt? Nicht einmal? Vielleicht müssen wir da schärfere Geschütze aufsetzen. Wir schläfern es ein. Ist nicht mehr verwirrt. Okay. Eigentlich auch besser so, wenn er nicht verwirrt ist. Ein Volltreffer. Der Theme ist richtig geil. Einer der besten Themes im ganzen Spiel. Ohne Witz. Jetzt so Endgame kommen so geil die ganzen geilen Themes, ne? Jetzt erst. Wow. Oh! Als ob wir down sind! Natürlich nächstes Pokémon rufen. Als ob ich jetzt aufgebe.
Warte, warum tue ich Zwollock rein? Der ist effektiv gegen mich. Na egal. Versuchen wir nochmal einen Hyperball. Einmal. Okay, einmal. Vielleicht muss ich viermal den Ball werfen. Ey, komm, kann ich das skippen? Ist mir etwas zu lang. Machen wir mal. Na komm, ich will's fangen. Ich will nicht irgendwas machen, ich will's fangen. Einmal. Wieder nur einmal. Hä? Mach ich irgendwas falsch? Ich wüsste halt nicht was. Okay, wisst ihr was? Ich besieg das mal kurz. Und dann versuche ich mal mit dem Flottball zu fangen. Dann ist mal voll wenig. Oh, ich weiß es nicht. Die anderen Level, die anderen Bälle hier. Schwerball. Aber ich meinen Schwerball verschwende, ich habe nur einen. Lassen das lieber. Ich versuche nochmal Hyperball. Das ist, glaube ich, der beste bisher. Nein! Dreimal! Ich hatte so viel Glück! Ah. Komm, das ist aber für gut. Ich brauche den Meisterball nicht einsetzen. Dann kann ich mal angeben. Eins. Zwei. Es wird besser, es wird besser. Versuche ich nochmal. Was soll ich denn sonst machen? Soll ich Kotomi wiederbeleben oder was? Kann ich machen. Und dann nochmal Gesang versuchen. Oh, ey, diese langweilige 10 Jahre Animation. Ich mag die Animation, okay. Aber auf Dauer, wirklich auf Dauer wird das langweilig. So, ja. Wechseln wir nochmal zu irgendjemand, der es aushält. Kremi zum Beispiel. Dann heilen wir Kotomi. Dann machen wir Kotomi und dann Gesang. Und dann ja. Das war's dann schon. Ich meine, wenn es eingeschläfert ist und im roten Bereich ist, was steht denn da noch im Weg? Nur noch das Glück, glaube ich. So, ich hoffe, Routini überlebt das. Wenn das jetzt nicht überlebt, ne? Dann ist Kacke. Dann ist richtig Kacke. Weil eventuell muss ich dann die Folge ein wenig schneiden. Oh nein, dann macht er auch noch das. Ich hab's schon befürchtet. Ach, dann beeil dich bitte mit deiner Animation, wenn du schon machen musst. Warum? Warum one-hittet das mich? Es ist nicht mal sehr effektiv. Ich check es nicht. Ja, natürlich nächstes Pokémon rufen. Nee, weißt du, ich bin jetzt weg. Vor so einem Legi. Ich geb auf. Das ist mir zu krass. Nee, natürlich nicht. Ich muss es mit Houtini versuchen. Houtini versuchen, meine ich. Sorry. Kacke. Was soll ich denn machen? Nein! Warum machst du... Nein! Scheiße, Beulenhelm hat sich an. Ey, wenn man ihn verlevelt hat, am I right? Ich meine, das kann ich zumindest speichern, wenn ich will, aber warte mal. Lass doch erstmal wieder heilen. Ey, was soll. Wisst ihr was? Brauche ich den Meisterball überhaupt? Ich denke nicht. Ich glaube, wofür brauche ich den Meisterball? Ich überlege gerade. Das ist das einzige, die ich noch bekommen kann. Sascha, gibt es nur ein Schwert. Es gibt keinen Legi, wo ich es einsetzen kann. Es gibt, wenn dann, nur normale Pokémon. Bei welchen normalen Pokémon will ich das bitte einsetzen? Wisst ihr was? Ich setze mal den Meisterball ein. Ich weiß, es ist auch möglich mit dem Hyperball.
Aber ich fange immer die Legis mit dem Meisterball, weil ich keinen Bock habe. Oder ja, es ist eigentlich nie schaffe, wirklich mit anderen Bällen zu fangen. Und deshalb, mein großes Argument ist einfach, dass ich keine Nutzung für den Meisterball habe. Dann setze ich ihn jetzt einfach ein. Ganz ehrlich. Oder was soll ich tun? Aber wenn ich ihn jetzt einsetze, dann lachen mich wieder alle aus. Hat den Legi mit dem Meisterball gefangen. Ist zu schlecht, ihn mit einem anderen Ball zu fangen. Boah, ja, sorry. Kannst ja nochmal versuchen, aber. Keine Ahnung. Für ihn bringen wird das nicht. Ja, komm, ich will aber jetzt hier nicht, down gehen, du. Lass mich schon noch mich heilen. Ich muss noch reine Items kaufen, aber das sollte mit dem Geld kein Problem sein. Ich weiß auch gar nicht, was wir danach machen werden. Ich werde mal schauen, dass wir dann in der nächsten Folge in den Kampfturm gehen. Da gibt es nämlich eine schöne Überraschung. Endlich, nach 10 Jahren, gibt es mal wieder in einem Pokémon-Spiel einen Kampfturm. Dann wurde ja ein Omega Rubin Alpha Saphir richtig geprankt. Und danach wurde davon nie wieder gesprochen. Sehr schade eigentlich, ich mag den Kampfturm sehr. Vor allem der in Diamant per Platin. Der war richtig geil. Aber so richtig geil. Also richtig, richtig geil, oder? Ja, ja. So, bitte Houtini nicht one-hitten. Bitte, bitte, bitte. Hättest nicht deine OP-Attacke einsetzen, sonst bin ich ja. Ja, wow. Was habe ich gesagt? Skip. Plus, minus, irgendwas skippen? Nein. Warum sterbe ich da instant? Ich verstehe es nicht. Ich werde es nur mal ein wenig versuchen mit Hyperball, ne? Aber nicht mehr lange. Und sie bringt auch nicht mehr rein. Ich lasse die nicht mehr rein. Wegen Beulenhelm. Das ist mir zu hohes Risiko. Ich will kein Top-Believer verschwenden. Weil die kann man nicht kaufen. Kein, ja, nice. Keine Wirkung. So, ja. Ach, Knirscher geht aber. Oh, nice. Kurs überlebt nur für mich. Oder? Nee? Wie auch immer. Houtini, wehe, das stirbt es wieder instant. Okay, ganz ruhig. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Du setzt es ein. Eisenabwehr. Endlich. Meine Attacke, die mich nicht one-hittet. Supi. Mensch, Summer Center. Schlaf ein. Eisenabwehr. Ich mach mich robust as frick. Ja, wie juckt's? Gesang. Oh, es ging daneben. Ja, Gesang kann auch halt daneben gehen. Nein! Wenn ich jetzt sterbe, ne? Dann schmeiß ich den Meisterball. Dann habe ich echt keine Lust mehr. Okay. Okay, noch lebe ich. Wie bitte? Das ist nicht lustig. Ey, komm schon. Ich verschwende die Folge. Ich will ihn gar nicht mit dem Meisterball fangen. Ich will es mal versuchen, ohne Meisterball in Pokémon zu fangen. Volltreffer! Lustig! Ich komme nicht mehr drauf klar. Nee, die Folge ist schon was zu Ende. Komm, fangen wir das noch in. Kannst du mal aufhören zu verfehlen? Houtini? Du gehst gleich raus aus dem Team, ja? Das meine ich ernst. Houtini, ist das denn ernst? Willst du raus aus meinem Team? Ich glaube, Houtini will aus meinem Team raus. Wenn das so weitergeht, dann tue ich auch raus. Lass doch einfach Gesang ein, oder geht das nicht? Weil, sag mal, Center und so. 55. Digga, oh, was soll denn das? Da
das ist doch wohl ein Witz. Das ist doch wohl ein Scherz. Ja, ja und jetzt? Ich meine, immerhin ist das Theme nice. Aber das war's auch schon. Ich bin gerade am Überlegen, was mein nächster Schritt wird. Ich werde, denke ich, nochmal versuchen mit Houtini. Und wenn es diesmal nicht klappt, ne? Dann kann das mich mal. Dann kommt es einfach in meinen Meisterball. Dann ist es selber schuld. Wer ist scheiß auf den Meisterball? Wer braucht den? Ich brauche den sonst für niemanden mehr. Dann ist es halt ein Meisterball, okay? Legis gehören auch in den Meisterball. Die haben es auch verdient. Ich kann auch den Schwerball versuchen, aber ich will ihn aufsparen, weil ich habe nur einen einzigen. Den kann man ja nirgends verkaufen. Deshalb. Ich heile mich nochmal ganz kurz. Oh, ich muss dringend einkaufen gehen. Mal schauen, dass ich das in der nächsten Folge mache. Goddammit. Ja komm, Knirscher juckt mich nicht. Macht so wenig. So, bitte treff. Schlitzer, komm, mir egal. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Mir egal, ich hab keinen Bock mehr. Selber schuld. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Mir egal, wofür brauche ich den Meisterball? Ich brauch den für nichts. Wen juckt's? Ich brauch den Meisterball für nichts. Wen juckt's? Dieses Pokémon fiel in Form einer Steinstatue in solch einen Schlangenschlaf, dass es in Vergessenheit geraten ist. Ein Spitznamen? Nee, passt schon. In mein Team eigentlich. Ich habe drei Kandidaten. Die drei hier. Bei denen ich sagen würde, die können eigentlich raus. Ich bin sehr enttäuscht von Zwolok. Und Houtini. Ich weiß es nicht. Brauche ich Zwolok noch? Das entscheide ich noch irgendwann mal. Oh nein, das wollte ich nicht. Der rostige Schlüssel soll schon an ihm bleiben. Ups. Was werde ich dann in der nächsten Folge, bevor die nächste Folge anfängt, noch regeln? Wow, wirklich beeindruckend. Der Wachekönig hat dich für würdig befunden. Oh. Wir wurden Zeugen eines noblen Kampfes. Ich schäme mich regelrecht dafür, dass wir die ganze Zeit nichts anderes im Sinn hatten, als uns darüber zu streiten, wer die wahren Könige sind. Du da, Zackenschopf! Freundlich zu uns zurückvorkommt, wie immer. Mein Brüderchen und ich werden für unsere Taten Buße tun. Führt uns zugleich an einen angemessenen Ort, an dem wir Abitur leisten können. In den Knast? Für Kerle, die ihre Taten angeblich bereuen, schubst ihr uns ganz schön herum. Ach, was soll's. Maike, mittlerweile habe ich einen Eindruck davon, was du wirklich drauf hast. Und ich muss sagen, du hast dir den Titel des Champs wirklich verdient. Aber bitte, ich bitte dich, lass mich zumindest für eine Weile in Frieden. Ich habe da nämlich ein Muster erkannt. Immer wenn du mich sehen willst, ist Ärger im Verzug. Oh nein. Aber wir haben seine Liga-Karte, seine seltene. Professor Sanya, ich kann nicht von Ihnen verlangen, dass Sie mir verzeihen. Trotzdem möchte ich mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass ich Sie hintergangen und belogen habe. Anfangs habe ich das auch ziemlich getroffen, keine Frage. Aber mittlerweile denke ich, schwamm drüber. Das hake ich einfach als eine Sache ab, aus der ich was für die Zukunft lernen sollte. Und das meine ich nicht sarkastisch, okay? Puh, nun, dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Erfolg. Ich dachte schon, wollte fragen, dass sie wieder die Assistentin für ihr ist.
So, damit hätten wir die beiden nicht ganz so lustigen Vollidioten-Clowns erfolgreich aufgehalten. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass Sashi an nichts passiert ist. Piep, piep, piep. Maike, dein Smart-Rotom, das könnte Hobby sein. Maike, also ich bin gerade... Hey, jetzt beruhig dich doch. Hey, hast du das gehört? Sashi ist auch bei mir. Wo bist du? Ich bin im Schwimmerwald und versuche, Sashi zu besänftigen. Kannst du vorbeikommen, Maike? Ich könnte deine Hilfe gut gebrauchen. Ich warte im Inneren des Schwimmerwalds auf dich. Bis dann. Bob scheint es ja wieder drunter und drüber zu gehen. Also alles wie immer, schätze ich. Auch Samusenta scheint sich Sorgen um seinen Panda zu machen. Wir sollten Sashian und Hop besser nicht so lange warten lassen. Los, auf zum Schwimmerwald. Das in der nächsten Folge. Und hier noch kurz, wie in der letzten Folge am Ende, die Karte von Ness. Hast du ja gerade grüne Haare? Der hat grüne Haare. Hä? Okay, dann höre ich nicht. Egal. Ganz nett.